Hallo zusammen! Für diese Bastelanleitung werden 4 lange Papierstreifen benötigt, idealerweise in 2 verschiedenen Farben. Die Streifen werden jeweils in der Mitte zusammengefaltet und das offene Ende wird quer abgeschnitten. Nun werden 2 Streifen so übereinander gelegt, dass der geschlossene Teil beim oberen Streifen links liegt und beim unteren Teil rechts. Nun wird der dritte Streifen über den oberen Streifen geschoben und durch den unteren Streifen an der geschlossenen Stelle durchgezogen. Der vierte Streifen wird links liegend von unten über den unteren Streifen geschoben und durch den oberen Streifen durchgezogen. Die zusammengeflochtenen Streifen werden nun eng aneinander geschoben. Für den nächsten Schritt wird der linke oben liegende Streifen nach rechts gefaltet. Der untere Streifen wird überlappend nach oben gefaltet. Der rechte Streifen wird nach links gefaltet. Und der obere Streifen wird durch den mittig liegenden Schlitz durchgezogen. Als nächstes wird der rechte obere Streifen unterhalb nach rechts gefaltet und dann nach unten. Anschließend wird er mittig zusammengefaltet, so dass ein Zacken entsteht. Der Streifen wird nun durch den Schlitz gezogen. Danach werden die anderen 3 Seiten genauso gefaltet. Jetzt wird das Ganze umgedreht und auch hier werden an allen 4 Seiten die rechten Streifen zu Zacken gefaltet. Als nächstes werden die 4 mittleren Zacken gefaltet. Dazu stülpt man den unteren Streifen nach oben. Der linke Streifen wird etwas angehoben, unterhalb gewölbt und nach unten gelegt. Anschließend wird der Streifen nach oben gewölbt und durch den mittleren Schlitz gezogen.
Nun wird der Stern im Uhrzeigersinn um 90 Grad gedreht, der rechte Streifen wird nach links gestülpt und der untere nach oben. Der linke Streifen wird nun auch wieder unterhalb gewölbt, nach unten gelegt, anschließend nach oben gewölbt und danach durch den mittleren Schlitz gezogen. Genauso wird nun mit den anderen zwei Seiten vorgegangen. Danach wird der Stern umgedreht und auch auf dieser Seite werden die Zacken so gefaltet. Zum Schluss werden die Streifen nur noch an den Kanten ausgeschnitten. Und fertig ist mein Fröbelstern. Weitere schöne Bastelanleitungen zu Weihnachten und vieles mehr findet ihr auf meinem Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Fröbelsterne basteln und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!